Er entwirft Flugzeuge, Panzer und Roboter. Und all das im 15. Jahrhundert. Er plant Städte, leitet Flüsse um und erforscht den menschlichen Körper. Nebenbei findet er sogar ein bisschen Zeit zu malen. Nicht schlecht für einen Autodidakten vom Land. Aber wie hat er all das geschafft? Funktionieren seine Ideen wirklich? Sehen Sie jetzt in Moderne Wunder Da Vinci, der Erfinder. Krieg im 21. Jahrhundert ist verheerend und explosiv. Kein Ziel ist sicher, auch nicht in Hunderten von Kilometern Entfernung. Die heutigen Hightech-Waffen sind der Gipfelpunkt einer Entwicklung, die vor etwa 500 Jahren begann. Im Zeitalter Leonardo da Vincis, zur Hochzeit der italienischen Renaissance. Heute ist Leonardo vor allem für die geheimnisvolle Schönheit seiner Gemälde bekannt. Zu seinen Lebzeiten aber rühmte man ebenso seine Fähigkeiten als Waffenkonstrukteur. Leonardo war von der Physik des Krieges fasziniert. Nicht vom Töten, sondern von der Dynamik, Angriff, Verteidigung, all die physikalischen Eigenschaften des Werfens und Schießens. Sei es bei antiken Kriegsmaschinen wie dem Trebuchet, der Ballista und dem Katapult oder bei neueren Erfindungen wie der Kanone. Wie der bekannteste Künstler der Renaissance als Erfinder von Kriegsmaschinen bekannt wird, verrät viel über Leonardo selbst, aber auch über die Welt, in der er lebt. Leonardo wird 1452 im Städtchen Vinci, 35 Kilometer außerhalb von Florenz, als uneheliches Kind geboren. Er entwickelt eine lebenslange Faszination für die Natur, die er mit unvergleichlicher Meisterschaft zeichnet. Doch seine illegitime Geburt verwehrt ihm eine formale Ausbildung und schließt ihn später von den einträglichsten Berufen in Florenz aus. Zeit seines Lebens hängt sein Erfolg von seinem Talent ab, sowie von der Gönnerschaft einiger der reichsten, mächtigsten und gefährlichsten Männer seiner Epoche. Ich glaube, er besaß Ehrgeiz und wollte vorankommen. Er wollte seine ländliche Heimat sowie seine uneheliche Geburt hinter sich lassen und sich einen Namen machen. Das begann in Florenz. Er versuchte alles Mögliche, um sich weiterzubilden und voranzubringen. Künstler, Architekt, Erfinder. Im Lauf seines Lebens übt Leonardo viele Berufe aus. 1482, im Alter von 30 Jahren, unternimmt er das größte Wagnis seiner Karriere und verlässt das heimatliche Florenz, um in einer anderen Stadt nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Einer der größten Schocks für seine Zeitgenossen war die Tatsache, dass Leonardo Florenz verließ, die kulturelle Hauptstadt Norditaliens. Viele verstehen heute noch nicht, warum er ausgerechnet nach Mailand ging, das damals politisch und militärisch als schwarzes Schaf unter den italienischen Stadtstaaten galt. Er suchte nach einem breiteren Betätigungsfeld. In Mailand regiert das Schwert, was der Persönlichkeit seines Herrschers Lodovico Sforza entspricht. Er ist unter dem Namen Il Moro, der Dunkle, bekannt. Leonardo diente sich Lodovico als Waffenkonstrukteur an, obwohl er keine Ausbildung auf diesem Gebiet besaß. Aber er war brillant und wusste, was einem Auftraggeber gefallen würde. Er hatte etliche Ideen, die jeden militärisch ehrgeizigen Herrscher interessieren mussten. Mobilität ist in jeder Epoche ein entscheidender Faktor auf dem Schlachtfeld. Um seinen neuen Herrn zu beeindrucken, schlägt Leonardo mobile Brücken, überdachte Angriffsleitern und sogar Sturmboote vor, die gewiss große Verwirrung beim Feind verursachen würden, wie er schreibt.
Er verstand den psychologischen Effekt von Waffen besser als die meisten seiner Zeitgenossen. Er begriff, dass Krieg im Grunde psychologisch funktioniert. Es ist effektiver, den Feind zu erschrecken und in die Flucht zu schlagen, als immer wieder töten zu müssen, um auf dem Schlachtfeld siegreich zu sein. Ich glaube, dieser Gedanke steht zumindest teilweise hinter vielen seiner Waffen. Der furchteinflößendste von allen Entwürfen Leonardos ist die Riesenarmbrust. Ein wahrer Koloss des Schlachtfelds, der jeden Feind beeindrucken muss. Er beschreibt sie in faszinierenden Details. Sie soll eine Spannbreite von 42 Armlängen, also knapp 25 Metern, haben. Die Bögen sollen aus Schichten dünnen Holzes sein, um Biegsamkeit und Durchschlagskraft zu erhöhen. Die dunklen Linien auf der Mittelsäule werden fälschlicherweise oft für einen großen Bolzen gehalten. Aber die Tasche am Ende der doppelten Sehnen zeigt an, dass als Geschosse wahrscheinlich große Steine oder Feuerbomben vorgesehen sind. Tatsächlich stellen die Linien einen Schneckenmechanismus dar, der zum Laden der Armbrust gedacht ist. Ein Klotz wird auf dem Gewinde nach vorne bewegt, um die Sehnen zu erfassen. Anschließend spannt ein Soldat mithilfe der Schneckenschraube den Bogen nach hinten. Zum Abfeuern muss der Soldat den Klotz mit einem großen Hammer niederschlagen oder die Sehnen mit einem Stemmeisen hochdrücken. Es wirkt so überzeugend, dass man glaubt, es müsse funktionieren. Erst auf den zweiten Blick fragt man sich, ob es das wirklich täte. Seine Kunst macht das Unmögliche oder Unwahrscheinliche zu etwas Möglichem. Deshalb sind seine Notizen und viele seiner Experimente so faszinierend. Sind sie nur künstlerische Vorstellungen oder funktionierende Mechanismen? Sind sie real oder nur Projektionen des Möglichen? Im 15. Jahrhundert steckt der Gebrauch von Schießpulver noch in den Anfängen, aber Leonardos Zeichnungen zeigen die Vision eines Schlachtfeldes, das von Artillerie, gepanzerten Fahrzeugen und vielfach feuernden Waffen bestimmt wird. Also Techniken, die erst im 19. und 20. Jahrhundert in Erscheinung treten. Die technischen Lösungen, die er vorhersieht, sind erstaunliche Beweise seines mechanischen Einfallsreichtums. Das Problem mit Schusswaffen in der Schlacht ist, dass die Nachladezeiten zu lang sind und es keine Möglichkeit gibt, das zu umgehen. Man kann die Nachladezyklen für solche Waffen einfach nicht merklich beschleunigen. Sie sind also nur im Masseneinsatz wirklich nützlich. Leonardos Lösung dieses Problems besteht darin, mobile, mehrläufige Geschütze zu bauen. Diese ermöglichen dem Schützen, eine Salve abzufeuern, bevor er nachlädt. Leonardos spektakulärster Entwurf zeigt ein 33-läufiges Kleinkalibergeschütz, dessen Läufe in drei Reihen à 11 Läufen angeordnet sind. Alle drei Reihen sind auf einen drehbaren Rahmen montiert. Sobald die erste Reihe abgefeuert ist, kann der Schütze bequem die zweite und dritte Reihe in Folge einsetzen. In der Zwischenzeit können die abgefeuerten Rohre entweder auskühlen oder nachgeladen werden. Diese Idee ist eindeutig ein Vorläufer des modernen Maschinengewehrs. Doch keine der Waffen, die Leonardo entwirft, wird das Schlachtfeld so verändern wie sein gepanzerter Schlachtwagen, den wir heute Leonardos Panzer nennen. Beim Angriff auf eine befestigte Stellung, die stark verteidigt wird, muss der Angreifer große Verluste hinnehmen. Das ist für den Verteidiger sehr ermutigend. Doch ein geschlossener Schlachtwagen, eine Art panzerähnliches Gebilde, das von innen vorwärts bewegt wird und für die meisten Waffen undurchdringlich ist, kommt bis zur Basis der Verteidigungsstellung durch, was die Verteidiger demoralisieren muss. Wie viele von Leonardos Entwürfen ist auch der Panzer von einem Objekt aus der Natur inspiriert, in diesem Fall vom Panzer einer Schildkröte. Er ist außen mit Metallplatten verstärkt und hat schräge Wände, die feindlichen Beschuss ablenken. Kleine Schießscharten erlauben den Männern im Inneren des Wagens, das feindliche Feuer zu erwidern. Im oberen Turm geben ähnliche Öffnungen dem Panzerkommandanten einen Rundumblick über das Schlachtfeld und ermöglichen ihm, das Fahrzeug zu steuern. Der Panzer wird von 8 Männern bewegt, die mit einer Reihe von Kurbeln die Räder zum Laufen bringen. Interessanterweise sind die Kurbeln in Leonardos Entwurf gegenläufig, sodass ein Fortkommen unmöglich ist. Ein Anfängerfehler, den jemand von Leonardos Talent sicher nicht machen würde.
Manche behaupten, Leonardo habe seine eigenen Pläne sabotiert, weil er im Grunde seines Herzens ein Pazifist war. Doch es gibt auch noch eine andere Erklärung. Als Handwerker wollte er vermeiden, dass andere seine Ideen stehlen. Es gab damals noch keine Urheberrechtsgesetze. Er wollte nicht, dass seine Entwürfe veröffentlicht werden. Er wollte sie für sich selbst und für seine Auftraggeber bewahren. Dieser möglicherweise absichtliche Fehler ist nur eine Methode, mit der Leonardo die Kontrolle über seine Entwürfe zu behalten versucht. Auch seine berühmte Spiegelschrift, zu deren Ursprung es viele Theorien gibt, wirkt abschreckend auf allzu Neugierige und stellt sie vor die schwierige Aufgabe, seine Worte rückwärts zu lesen. Dass er in dieser kaum lesbaren, linkshändigen Spiegelschrift schrieb, zeigt, dass die Aufzeichnungen nur für ihn bestimmt waren. Diese Tricks funktionieren offensichtlich, denn Leonardos Fähigkeiten als Militäringenieur sind stets gefragt. 17 Jahre lang ist der Herzog von Mailand sein verlässlichster Patron. Später arbeitet Leonardo auch für Kunden wie die Generäle Venedigs, den Papst in Rom und den blutrünstigen Florentiner Cesare Borgia. Cesare Borgia war ein Psychopath. Er war rücksichtslos, gewalttätig und bösartig. Außer der Tatsache, dass er ein erfolgreicher Militärführer war, lässt sich kaum Positives über ihn sagen. Für Borgia zeichnet Leonardo detaillierte Karten der italienischen Landschaft, die ein wichtiges Mittel für die Ambitionen des Machtmenschen sind, ganz Mittelitalien unter seine Kontrolle zu bekommen. Außerdem bietet Leonardo ihm raffinierte Ideen für neue Befestigungen an, die der wachsenden Bedrohung durch Mörser und Kanonen begegnen sollen. Die Wände sollen schräg stehen, um einschlagende Geschosse abzuleiten. An wichtigen Positionen sind Geschützplattformen vorgesehen, um das Feuer erwidern zu können. Für viele von Leonardos Auftraggebern ist Krieg eine Kunstform. Leonardo nutzt seine Kriegsmaschinen, um ihre Gunst zu gewinnen. Doch sobald er die Möglichkeit dazu hat, verfolgt er viele andere Interessen. Dazu gehören auch seine mechanischen Roboter. Im Januar 2004 landen zwei Roboter auf dem Mars. Sie sind das Ergebnis langjähriger Bemühungen der NASA, den roten Planeten zu erkunden. Sie sind motorisiert und computergesteuert. Diese Marsfahrzeuge repräsentieren den Gipfel der Automatisierung, den Höhepunkt der Ausdehnung menschlicher Reichweite durch Maschinen. Doch nur wenige wissen, dass Leonardo da Vinci bereits vor 500 Jahren ein Pionier der Robotik war. Diese Roboter dienen der Unterhaltung seiner Gönner und zeigen, welche erstaunlichen mechanischen Fähigkeiten er besitzt. Sie sind der ultimative Ausdruck seiner Talente, die sich in seinen jungen Jahren in Florenz entwickeln. Er betrat die Bühne zu einer Zeit und an einem Ort, der von Gott gesegnet war. Florenz im 15. Jahrhundert war ein fantastischer Ort, um seine Fähigkeiten und Talente zu entwickeln. Florenz ist im 15. Jahrhundert das Zentrum der Renaissance. Ein Ort, wo kreative Ideen auf den Gebieten von Kunst, Wissenschaft und Politik zu großen öffentlichen Werken führen, die das Stadtbild noch heute prägen. Die Stadt selbst war wie ein Kunstwerk, bei dem es darum ging, Steine und Mörtel in eine Reflexion bestimmter Ideen und Prinzipien zu verwandeln. Kein anderes Projekt verkörpert diese Ideale so großartig wie der Dom von Brunelleschi, eines der großen technischen Wunder der Zeit. Das Gebäude ist fast 100 Meter hoch und noch immer die größte gemauerte Kuppel der Welt. 1471, als Leonardo 19 Jahre alt ist, gibt die Stadt Florenz die letzte Bauphase in Auftrag. Um eine 2 Tonnen schwere Bronzekugel auf der Spitze des Doms zu platzieren, wenden sich die Stadtväter an Leonardos Mentor Andrea del Verrocchio. Verrocchio setzt eine Fülle komplexer Maschinen ein, um diese Aufgabe zu erfüllen. Leonardo bewundert die gewaltigen Kräne und Aufzüge, die das Material nach oben befördern.
In der Endphase erfordern die Größe und das Gewicht der Bronzekugel ein ausgetüfteltes Gerüst sowie einen Kran, der Ladung und Gegengewicht gleichzeitig verlagern kann, um die Balance zu halten. Als das Projekt ein Jahr später fertiggestellt ist, erklärt Leonardo die Mechanik zur Königsdisziplin aller Wissenschaften. In den folgenden Jahren benutzt Leonardo die gleichen Flaschenzüge, Gewichte und Antriebe, um viele Erfindungen zu schaffen, wie zum Beispiel diesen frühen Ventilator. Und diese hydraulische Säge. Uhren wecken Leonardos besonderes Interesse. Die Art, wie eine Bewegung aus der anderen folgt, eröffnet ihm viele Möglichkeiten. Zur Zeitmessung und für andere Anwendungen. In Verbindung mit Federn lassen diese Ideen Leonardos spätere Roboter erahnen. Der Ingenieur und Autor Mark Rosheim beschäftigt sich Zeit seines Lebens mit den Geheimnissen dieser Maschinen, angefangen mit dieser komplexen Zeichnung, die Wissenschaftlern bis ins späte 20. Jahrhundert Rätsel aufgab. Er war allen anderen weit voraus. Es handelt sich hier um das älteste Gerät seiner Art. Leonardo ändert damit sozusagen den Lauf der technologischen Geschichte. Die Zeichnung zeigt einen kleinen federgetriebenen Wagen. Er ist programmierbar und kann selbstständig in verschiedene Richtungen fahren. Die uhrwerkartige Mechanik verrät viel über Leonardos Genie. In den 20er Jahren erregte dies zum ersten Mal die Aufmerksamkeit der Historiker. Man glaubte, diese Blattfedern würden den Wagen antreiben. Man veränderte die Zeichnung und ließ sich alle möglichen verrückten Rekonstruktionen einfallen, statt sich anzusehen, was Leonardo tatsächlich gemacht hatte. Rosheims Mentor Carlo Pedretti präsentiert als erster den Gedanken, dass sich unter den beiden großen Zahnradscheiben etwas verberge, und zwar ein paar Spiralfedern, die die wahre Antriebskraft des Wagens sind. Die sichtbaren Federn, die man bis dahin für die Antriebsquelle gehalten hatte, sind in Wahrheit der Steuerungsmechanismus. Meine erste Entdeckung war, dass diese Pedale hier Nocken sind. Sie waren nur schwach gezeichnet, aber ich konnte erkennen, dass sie diesen Hebel auslösten. Und daraus konnte ich ableiten, dass der Hebel mit dem Steuerrad verbunden sein musste. Je größer die Nocken, desto schärfer die Drehung des Steuerrads und umgekehrt. Die Nocken können in beliebiger Reihenfolge platziert werden, was dem Ingenieur im Prinzip erlaubt, die Route des Roboters zu programmieren. Selbst die Geschwindigkeit kann reguliert werden. Danach stellte sich die Frage, was machen diese Dinger, diese Zahnräder hier? Ich sah noch eine weitere Feder, die wie bei einem Uhrwerk angebracht war. Der Mechanismus tickt wie eine Uhr. Anders gesagt, er verhält sich wie das Uhrpendel und reguliert so die Energiefreisetzung der Feder. Die Federn sitzen in diesem Fall unter diesen großen Scheiben. Die uhrwerkartige Energiefreisetzung innerhalb der Federn lässt den Roboterwagen ruhig und stetig aus eigener Kraft durch den Raum fahren. Im 15. Jahrhundert ein erstaunlicher Anblick, der Leonardos Förderern sicher Bewunderung abringt, so wie uns die modernen Roboter. Das eigentlich Großartige daran ist, dass die Wurzeln der Technologie viel tiefer gehen, als wir je gedacht hätten. Die Konzepte der Programmierbarkeit des Computers und computerisierter Roboter reichen hunderte von Jahren weiter zurück, als wir angenommen hatten. Aber Leonardos Wagen ist nur die erste seiner robotischen Schöpfungen. In Mailand wird Leonardo auch damit beauftragt, die aufwendigen Feste zu leiten, die in Lodovicos Herrschaft eine zentrale Rolle spielen. Der Fürst musste sich mit Glanz umgeben. Er musste den Reichtum, die Kultur, die militärische Macht und den Stammbaum seiner Familie repräsentieren. Und dieser Prunk tat das in erstaunlich erfolgreicher Weise. Es war nicht einfach nur Unterhaltung, es war Propaganda. 1495 präsentiert Leonardo bei einem der Feste des Herzogs einen Roboterritter. Der Roboter kann sitzen, stehen und sein Visier hochschieben. Alles durch ein raffiniertes System von Seilen und Zügen.
Es gibt sogar Hinweise, dass sich der Roboter eigenständig bewegen konnte. Möglicherweise konnte man auch ein Kabel zwischen die beiden Arme spannen, sodass er zum Beispiel jemanden packen konnte. 2002 baut Rosheim den Roboterritter nach und beweist dadurch, dass Leonardo wahrlich ein Meister der Robotik war. Diese Maschinen sind wie ein Schweizer Uhrwerk. Wenige Bestandteile übernehmen eine Fülle verschiedener Funktionen. Es ist schlicht und elegant. Nirgends zeigt sich diese Eleganz so wie in Leonardos Versuchen, eine der größten Herausforderungen anzugehen, den Flug. Fliegen ist heutzutage so selbstverständlich geworden, dass viele Menschen vergessen, was für ein unüberwindliches Hindernis es einst war. Der Traum vom Fliegen verfolgt Leonardo über lange Jahre und inspiriert ihn zu einer Reihe unglaublicher Flugmaschinen. Viele betrachten ihn heute als Großvater der modernen Fliegerei. Es war das erste Mal, dass für das Fliegen Ingenieurskunst eingesetzt wurde. Bis dahin bewegte man sich entweder im Reich der Mythologie, wie bei Daedalus und Icarus, oder es gab arme Irre, die sich ein paar Flügel umschnallten und von einem Turm sprangen. Leonardo dachte über Materialien, über Größe und Proportionen nach. Er beobachtete die Natur und nahm sich aus ihr, was er brauchte, damit die Sache in seiner Vorstellung funktionierte. Wie schon in der Antike beginnt für Leonardo die Faszination am Fliegen mit der Beobachtung von Vögeln. Mit Mitte 30 beginnt Leonardo detaillierte Zeichnungen von Vögeln zu machen, um die Dynamik ihrer Flügel zu verstehen. Wir wissen aus seinen Skizzen und Aufzeichnungen, dass er immer mit konkreten Beobachtungen anfing. Direkte, sehr genaue Beobachtungen. Dabei ging es ihm nicht um die Beobachtung selbst, sondern darum, etwas Tieferem auf die Spur zu kommen, der Essenz des Ganzen. Im Lauf der Zeit erkennt Leonardo Muster in der Dynamik von Vogelflügeln, die ihn an Aspekte seiner anderen Interessen erinnern, vor allem an die Mechanik. Er schreibt, die Flügel eines Vogels seien Instrumente, die mathematischen Gesetzen folgten. Es sei möglich, diese Gesetze und die aus ihnen folgenden Bewegungen komplett zu rekonstruieren. Um diese Theorie zu beweisen, beginnt er, statt mit Luft, mit Wasser zu experimentieren. Leonardo liebte Analogien. Er sah eine Ähnlichkeit zwischen Luft und Wasser. Eigentlich wollte er wissen, wie Vögel fliegen. Aber Experimente mit Vögeln sind schwierig, also machte er sie mit Wasser. Er steckte zum Beispiel einen Stock ins Wasser und beobachtete, wie das Wasser um ihn herumfloss. Wenn man ihn so hält, macht es kaum einen Unterschied. Aber wenn ich ihn quer hineinhalte, kann man sehen, wie sich das Wasser dahinter aufstaut. Das war eine wichtige Beobachtung für Leonardo, denn er wusste, dass man so einen gewissen Auftrieb erzeugen konnte. Und für seinen gewaltigen Geist ist es kein großer Sprung von diesem Stock zur archimedischen Schraube, zu einer Spirale und schließlich zum Hubschrauber. Die Luftschraube, besser bekannt als Leonardos Helikopter, ist eine seiner berühmtesten Zeichnungen. Die Schraube hat einen Durchmesser von mehr als 4,5 Metern und besteht aus Schilfrohr, Leinen und Draht. Vier Männer stehen auf der Mittelplattform und bewegen die Kurbeln, wodurch sie den Schaft in Bewegung versetzen und Auftrieb erzeugen. Das Gewicht der Konstruktion ist allein Grund genug, dass sie nicht funktioniert, aber sie bringt Leonardo zum Denken. Bald darauf beginnt er mit einem Flügelkonzept zu experimentieren, das an Vögel und später an Fledermäuse erinnert. Diese Untersuchungen gipfeln in seinem Entwurf eines Schwingflügelflugzeugs, eines sogenannten Ornithopters. Der Flug von Vögeln und Fledermäusen wirkt so inspirierend, weil das Fliegen ihnen so mühelos zu gelingen scheint. Leonardos Schwingflügler ist ein echtes Original, der erste in der Geschichte. Aus diversen Zeichnungen ist zu ersehen, dass es sich dabei um ein zweiflügeliges Flugzeug handelt, das durch menschliche Kraft angetrieben wird. Die Flügelspannweite beträgt mehr als 10 Meter, etwas weniger als bei einer modernen Piper Cub. Das Skelett der Flügel besteht aus Pinienholz, das mit Rohseide und gestärktem Taft bespannt wird, um eine leichte, aber stabile Konstruktion zu erhalten. Zum Antrieb tritt der Pilot in Pedale. Eine Handkurbel erhöht die Antriebskraft,
während Seiten- und Höhenruder über ein Gurtsystem bewegt werden, das dem nun ziemlich beschäftigten Piloten erlaubt, die Maschine zu steuern. Leonardo erkennt, dass Vogelfedern zum Fliegen nicht unbedingt nötig sind, sich aber die Flügel beim Schlagen drehen müssen, um genug Auftrieb und Schub zu erzeugen. Mit einer flachen Flügelbewegung kommt man nirgends hin. Man wedelt nur Luft auf. Ein Flügeldesign wie das von Da Vinci erfordert eine Drehbewegung. Er wusste, dass sich der Flügel beim Aufwärtsschlag in die eine Richtung drehen muss und beim Abwärtsschlag in die andere. Im Lauf der Zeit wird Leonardo immer begeisterter, sodass er zusätzliche Elemente zur Unterstützung des Piloten entwirft, wie zum Beispiel ein Landegestell mit Stoßdämpfern. Diese Extras zeigen, dass es ihm mit dem Bau des Schwingflüglers ernst ist. Ich glaube, viele Erfindungen musste er gar nicht bauen. Aus den Zeichnungen und seiner großartigen Vorstellungskraft wusste er, dass sie funktionieren würden. Aber der Bau einer Flugmaschine lag ihm tatsächlich so am Herzen, dass er Teile davon gebaut hat. Doch letztlich begriff er, dass sie nicht funktionieren würde. Fast 500 Jahre später, im Jahr 1991, schickt Professor James Delaurier zusammen mit einer Gruppe seiner Studenten den ersten ferngesteuerten, motorgetriebenen Schwingflügler der Geschichte in die Lüfte. Angeregt durch Leonardos Entwürfe beweist dieser verkleinerte Nachbau, dass ein größerer, bemannter Schwingflügler tatsächlich machbar ist. Heute ist Delaurier der Erfüllung von Leonardos Traum noch näher. Dieser originalgroße, bemannte Schwingflügler aus dem Luftfahrtmuseum in Toronto hat eine Spannweite von knapp 13 Metern, eigene Flügelelemente und eine maschinengetriebene Mittelwelle, die die Flügel 1,2 Mal pro Sekunde schlagen lässt und das Flugzeug auf eine Geschwindigkeit von mehr als 80 km pro Stunde bringt. Auch wenn sich das Design von Leonardos Original unterscheidet, bleibt die Inspiration doch die gleiche. Das Ingenieurswesen ist eine Kunstform. Man benutzt wissenschaftliche Prinzipien und Mathematik und macht daraus etwas ganz Neues. Das macht für mich den Spaß daran aus. Und Leonardo ist für mich das großartigste Beispiel für diese Kombination von Kreativität in Kunst und Technik. Nachdem er sich jahrelang mit dem Bau eines Fluggeräts beschäftigt hat, legt Leonardo seine Pläne dafür beiseite. Später im Leben wird er sich erneut mit diesem Problem befassen. Man sieht sich die kleinen Vögel an und denkt, die bleiben ohne Bewegung in der Luft. Sie gleiten. Leonardo begreift, dass der Schlüssel zum Fliegen nicht darin liegt, eine Maschine zu bauen, die die Kräfte der Natur überwindet, sondern eine, die sie nutzt, um zu gleiten und zu schweben. Es geht darum, nicht die menschliche Kraft, sondern die Luft selbst zu nutzen, ihre Strömungen und Winde. Dabei greift man nur korrigierend ein, wie ein Vogel es tut. Im Juni 2000 verwandelt der waghalsige Draufgänger Adrian Nicholas eine kleine Skizze, die Leonardo am Rande eines seiner Notizbücher gemacht hat, in einen triumphalen Tribut an das Genie Leonardos. Nicholas hat einen Fallschirm genau nach den Vorgaben des Meisters gebaut. Da der Fallschirm über 90 Kilo wiegt, 40 Mal mehr als ein moderner Fallschirm, warnen Experten, dass er nicht funktionieren würde und Nicholas sein Leben riskiere. Aber Leonardos Fallschirm funktioniert und Nicholas bleibt mehr als 5 Minuten in der Luft. Eine große Geste, die erneut beweist, dass man Leonardo nie unterschätzen darf. Leonardos Zeit in Mailand geht bald ihrem Ende zu. Aber vorher wagt er sich noch an die größte technische Herausforderung seiner Laufbahn. Seit Anbeginn der ersten Städte errichteten ihre Herrscher Monumente und Statuen, die als öffentliche Symbole die Gemeinschaft einen und Nationen und Generationen verbinden sollten. 1966 macht ein amerikanischer Forscher in Madrid eine erstaunliche Entdeckung. 2 verlorene Notizbücher Leonardo da Vincis, die seit Generationen niemand mehr zu Gesicht bekommen hat.
In ihnen finden sich Pläne für einen Koloss der Renaissancezeit. Eine 7 Meter hohe Statue, die aus mehr als 80 Tonnen Bronze gegossen werden sollte. Sie ist als Leonardos Pferd bekannt und stellt die größte künstlerische und technische Herausforderung seiner Karriere dar. Das ist eine komplexe Aufgabe. Es geht um Anatomie, Proportionen, technische Probleme, Infrastruktur und wirtschaftliche Probleme, wegen der riesigen Menge Bronze. Seit Beginn der 1480er Jahre arbeitet Leonardo über ein Jahrzehnt lang an dem Projekt, dreimal länger, als er dafür braucht, das letzte Abendmahl zu malen. Doch trotz aller Sorgfalt und Planung erlebt Leonardo die Fertigstellung des Pferdes nicht. Es wird zu einem seiner verlorenen Träume, bis die Idee fast 500 Jahre später von einem Amerikaner namens Charles C. Dent wiederbelebt wird. Mein Onkel las diese Geschichte, wie Leonardo auf seinem Totenbett weinte, weil er es nicht geschafft hat, das Pferd zu vollenden. Also beschloss er, Leonardo sein Pferd zu geben. Es sollte ein Dank an das italienische Volk sein. Sozusagen wie die Freiheitsstatue, nur in die umgekehrte Richtung. Dent, pensionierter Pilot und leidenschaftlicher Kunstsammler, beschließt, Leonardos Pferd zu bauen, indem er der Vision des Meisters so treu wie möglich bleibt. Im Lauf der Zeit schließen sich viele seinem Vorhaben an, einschließlich der Bildhauerin Nina Acamo. Die Herstellung einer Statue dieser Größe beginnt mit der Fertigung eines Entwurfs aus Ton. In Leonardos Notizbüchern finden sich etliche Zeichnungen von Pferden in Bewegung. Ursprünglich will er ein sich aufbäumendes Pferd, aber das stellt ihn vor unüberwindbare technische Hindernisse. Die Belastung auf den Hinterbeinen wäre zu groß gewesen. Die Statue hätte nicht aufrecht stehen können. Sie wäre wahrscheinlich umgekippt. Es gab einfach eine Unmenge von Problemen, 80 Tonnen Bronze auf nur 2 Beine zu stellen. Schließlich entscheidet sich Leonardo für eine klassischere Pose. Dents Team braucht ein Tonmodell in Originalgröße, um den Gussprozess beginnen zu können. Besonders sorgfältig wird darauf geachtet, dass diese zeitgenössische Version Leonardos 7-Meter-Tonmodell möglichst originalgetreu wiedergibt, das er 1493 vor dem Herzog von Mailand enthüllte. Die nächste Herausforderung für Leonardo würde darin bestehen, die vielen Probleme zu lösen, die der Guss von 80 Tonnen flüssiger Bronze mit sich brächte. Er machte sich besonders Gedanken darüber, wie er beim Guss die Stärke der Bronze kontrollieren könnte. Er strebte eine Bronzedicke von etwa 2 Finger breit an. Ohne die richtige Bronzestärke wäre die Statue instabil. Also entwirft Leonardo eine geniale Gusstechnik, die auf die Erfahrungen seiner früheren Waffenentwürfe zurückgreift. Er wandte eine Reihe von Techniken aus dem Kanonenguss an. Er verwendete Gussformen, die eigentlich nur für militärische Zwecke genutzt wurden, in der Kunst. Das hatte bis dahin noch niemand gemacht. Das war etwas grundlegend Neues. Der Vorgang beginnt mit der Schaffung einer Urform, die dadurch entsteht, dass das Tonmodell mit einer Schicht schnell trocknenden, festen Materials bedeckt wird. Hier benutzen die Techniker Gummi. In Leonardos Zeit verwendet man einen speziellen Gips. Sobald der Überzug trocken ist, wird das Tonmodell entfernt und man behält eine feste Urform zurück. Die Innenseite dieser Urform wird dann mit einer einheitlichen Wachsschicht bedeckt, wodurch das entsteht, was Leonardo als Bronzestärke bezeichnet. Zum Schluss wird eine dritte Schicht aus feuerfestem Ton aufgetragen. Die Urform wird nun auf mehr als 1200 Grad erhitzt. Dadurch schmilzt das Wachs und läuft unten aus der Form heraus. In den entstandenen Hohlraum wird nun flüssige Bronze gegossen, die fest wird und die Wände der Statue bildet. Heutzutage wird eine Statue von der Größe des Pferdes in Teilen gegossen, die später zusammengeschweißt werden. Für Leonardo besteht die Herausforderung jedoch darin, die Statue in einem einzigen Gussvorgang herzustellen.
Aufgrund der enormen Größe des Pferdes kann ein einzelner Ofen nicht genügend Hitze liefern, um sicherzustellen, dass die Bronze in alle Zwischenräume vordringt. Also entwirft Leonardo ein kompliziertes System von Rohren und Öfen, die mehr als eine Woche befeuert werden müssen, um die nötige Temperatur zu erreichen. Letztlich löst Leonardo fast alle technischen Probleme, die mit der Fertigstellung des Pferdes verbunden sind, und bereitet sich auf deren Guss vor. Da ereignet sich eine düstere Wendung der Geschichte. 1494 dringt König Karl VIII. Von Frankreich in Italien ein. Um die Eroberung seiner Stadt zu verhindern, besticht der Herzog die Franzosen mit den 80 Tonnen Bronze, die für Leonardos Pferd vorgesehen sind. Die Franzosen machen Kanonen daraus. 1499 stehen sie erneut vor den Toren der Stadt. Diesmal ergreift der Herzog die Flucht. Leonardos Tonpferd wird von den Franzosen als Zielscheibe missbraucht. Es heißt, das Tonpferd sei durch französische Bogenschützen zerstört worden. Diese sollen sich bei ihrer Ankunft in Mailand einen Spaß daraus gemacht haben, auf das Riesenpferd zu schießen. In seinen Aufzeichnungen schreibt Leonardo nur einen schmerzhaften Satz: Ich werde nicht mehr über das Pferd sprechen. 1992, fast 500 Jahre später, erhält Charles C. Dent internationale Anerkennung für seine Arbeit. Das Projekt steht kurz vor der Fertigstellung. 1994 wird bei Dent die Nervenkrankheit ALS diagnostiziert. Das Ende kommt schnell. Wie Leonardo bekam auch Charlie das fertige Pferd nicht mehr zu Lebzeiten zu sehen. Aber wir hatten versprochen, es für ihn zu vollenden. 5 Jahre später, am 10. September 1999 in Mailand, wird das Pferd endlich enthüllt. Dieser Moment feiert nicht nur Leonardo und Charles Dent, sondern auch das kreative Erbe, das zwei Nationen verbindet. Doch über diese große Statue hinaus führt uns Leonardos Vision in die Tiefen der Meere und sogar in den Weltraum. "1994 wird im Auktionshaus Christie's das letzte von Leonardos Notizbüchern versteigert, das sich noch in privater Hand befindet. Das Gebot beginnt bei 5,6 Millionen Dollar und steigt innerhalb von 4 Minuten auf 28 Millionen Dollar. Der Käufer ist Bill Gates, der reichste Mann der Welt. Das Notizbuch, das jetzt als Lester Codex bekannt ist, bezeugt Leonardos tiefe Faszination für Wasser, den Grundstoff des Lebens, der für das Italien der Renaissance unverzichtbar ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Wasserwege damals die Hauptachsen der Kommunikation waren. Kanäle und Flüsse. Das war die Art, durch die man miteinander in Verbindung stand. Während seiner Zeit in Mailand verbringt Leonardo viele Tage auf dem Landsitz des Herzogs in Vigevano, einem kleinen Ort in unmittelbarer Nähe der Stadt. Hier widmet sich Leonardo an den diversen Flüssen und Bächen wieder dem Studium des Wassers. Er beobachtet, wie es fließt, wirbelt und strudelt. Diese Bewegungen tauchen später wieder in seiner Kunst auf und werden zur Antriebskraft vieler seiner größeren Erfindungen. In diesem Entwurf wird eine große Maschine zum gleichzeitigen Polieren zweier Spiegel von Wasser angetrieben, was den traditionell von Hand durchgeführten Polierprozess erheblich beschleunigt. 1499, als sein Pferd zerstört und der Herzog im Exil ist, verlässt Leonardo Mailand und sucht nach neuen Gönnern. Im Jahr 1500 trifft er in Venedig ein und nimmt schon bald wieder eine vertraute Rolle an, die des Militäringenieurs. Für die Lagunenstadt entwirft Leonardo eine Geheimwaffe, einen ledernen Tauchanzug für Überraschungsangriffe auf feindliche Schiffe. Es gibt zwar bereits Vorläufer, aber Leonardos Version zeigt die für ihn typischen Details.
Luft wird durch Binsenröhren angesaugt, die an einem kleinen Tauchgürtel aus Kork befestigt sind. Ein versiegelter Lederbeutel mit Ventil kann aufgepumpt oder entlüftet werden, um aufzusteigen oder abzutauchen. Aber keines von Leonardos Wasserprojekten ist größer als sein Plan, den Arno umzuleiten. Der Fluss fließt durch seine Heimatstadt Florenz in Richtung des Hafens von Pisa und von da ins Mittelmeer. 1501 kehrt Leonardo nach Florenz zurück und freundet sich dort mit Niccolò Machiavelli an, einem Mann mit großem historischen Wissen und großen Träumen. Leonardo und Machiavelli hatten diesen riesigen Plan zum Bau einer Wasserstraße, die unter Umgehung Pisas, eines Erzrivalen von Florenz, zum Tyrrhenischen Meer führen sollte. Ohne den Arno würde Pisas kommerzielle und strategische Bedeutung als Hafen auf einen Schlag verfliegen. Die Stadt wäre reif für eine feindliche Übernahme durch Florenz. Der ursprüngliche Plan sieht vor, den Fluss mit Hilfe von Wehren, Dämmen und eines 1,5 Kilometer langen und 10 Meter tiefen Grabens in Richtung Süden umzuleiten. Nach Leonardos eigenen Berechnungen müssten für die Bauarbeiten über 1 Million Tonnen Erde bewegt werden. Man bräuchte 54.000 Arbeitstage. Zur Unterstützung der Arbeiter konstruierte Leonardo spezielle Baumaschinen. Es wird sogar tatsächlich mit dem Bau begonnen, aber heftige Regengüsse bringen das Projekt zum Scheitern. Ein Jahr später versucht Leonardo, das Projekt wiederzubeleben. Diesmal sind die Pläne noch großartiger und umfassen einen noch größeren Kanal mit Mühlen. Ein neues industrielles Zentrum unter florentinischer Kontrolle soll entstehen. Er rechnete seinen Auftraggebern vor, dass es zwar eine Menge Geld kosten würde, aber die Kosten durch die Mühlen und den Transport innerhalb von 5 Jahren wieder hereinkommen würden. Aber wiederum wird Leonardos Großprojekt aufgegeben. Von da an wendet er seine Aufmerksamkeit seiner Kunst zu und der Suche nach dem Grundstoff des menschlichen Lebens im wörtlichen Sinne. In diesem vor kurzem entdeckten Geheimraum eines florentinischen Klosters greift Leonardo zum Skalpell und führt mehr als 30 Autopsien durch. Fehlende Kühlung und zu grobe Werkzeuge machen den Prozess nicht gerade einfach. Aber die Details von Leonardos Arbeit zeigen, wie weit seine Neugier geht, und seine wissenschaftliche Hingabe wirkt auch heute noch inspirierend. Er ist der Vater der Bewegungslehre und der Vater programmierbarer Computer. Als ich meinen humanoiden Roboter für die NASA entwarf, stützte ich mich auch auf seine anatomischen Skizzen, weil er sie vom Standpunkt eines Ingenieurs zeichnete. Heute erleben wir eine Renaissance des Interesses an Leonardo da Vinci. Wir sind besser denn je dazu in der Lage, seine Träume und Erfindungen zu verstehen und einzuschätzen. Eines Tages werden Mark Rosheims Roboter vielleicht Teil einer NASA-Mission zum Mars sein. Man stelle sich das einmal vor: die geheimen Welten Leonardo da Vincis im Weltraum.